Einstein will mich, glaube ich, verarschen. Nein, nicht da wieder zurücklaufen. Müssen da noch mal wieder hin. So, Holzbrett. Gehen wir halt ihm doch mal nach hinzu. Wo könnte er sich verstecken? Kühlschrank. Bleib, wo du bist, wo das auch sein mag. Ach, dieses Mal war er da. Keine Spur von ihm. Inventar. Sprühflasche. Graffiti. Denk nicht mal daran, verstanden? Ach, Menno. Was ist eigentlich mit der Gitarre? Zieh dir das rein. Was? Du hast deinem großen Bruder die Gitarre geklaut? Soll mich das beeindrucken? Die gehört nicht meinem Bruder, das ist meine. Ja, klar. Und du würdest für mich spielen, du hast bloß keinen Verstärker. Ja, richtig. Erbärmlich. Ah. Blöder Chor. McFly? Meine Sprühdose. Oh. Ach, Menno. Idiot. Und Einstein ist immer so blöd. Ich verstehe diesen Hund nicht. Menno. Wir müssen da nochmal hin. Nimm dir nochmal diese Sprühflasche. So, nochmal Holzbrett. Wo könnte er sich verstecken? So, erstmal Inventar. Vielleicht hat das irgendwie was hier. Ja. Okay, vielleicht das. Tisch? Der Anstand hindert mich daran, das hier zu lassen. Ich wette, du bist hier drunter. Keine Spur von ihm. Okay, das verstehe ich jetzt rein gar nicht. Was muss ich denn mit dieser Sprühflasche machen? Was soll ich malen? Was soll ich malen? Vielleicht da? Was soll ich malen? Was soll ich malen? Nee, was soll ich malen? Mal doch einfach irgendwas, meine Güte. Mal doch einfach da drauf. Mach das nicht nochmal. Ja, ist ja schon gut. Ich komm sowieso gleich nochmal. Aber irgendwie muss ich doch Einstein irgendwie finden können. Irgendwie muss es doch funktionieren, dass wir Einstein irgendwie rauslocken können. Wo könnte er sich verstecken? Ja, nimm doch nochmal hier irgendwie diesen Hotdog. Der Anstand hindert mich daran, das hier zu lassen. Ja, aber warum denn? Der Anstand hindert mich daran, das hier zu lassen. Komm raus, Einstein. Ich bin dein Freund. In einer anderen. Oh, Menno, jetzt war er schon wieder da irgendwie dahinter. Oh, ich weiß das einfach nicht.
Was steht da? Brich ein paar Regeln. Freunde dich mit einem streunenden Hund an. Ja, aber wie denn? Du wirst nie erraten, wo der Hund sich versteckt. Dafür ist er zu clever. Wenn der Hund doch nur Spuren hinterlassen hätte, dann müsstest du nicht raten, wo er sich versteckt. Vorsicht, die Farbe ist noch feucht. Nutze Jennifer Sprühfarbe auf dem Holzbrett. Ja. Das ist natürlich logisch. Jetzt weiß ich natürlich auch, was ich mit dieser ollen Sprühfarbe machen soll. So, Holzbrett. Wenn du... Blau würde es besser aussehen. Sehr schön. Ich habe deine Farbe benutzt. Hihihi. Haha, und jetzt läufst du durch die Farbe. Hehe. Blöder Einstein. So, nochmal da zurück. Hihihi. Holzbrett, Holzbrett, Holzbrett. Jetzt kommen wir ins Geschäft. Ach was, jetzt auf einmal versteckst du dich hinter dem Tisch, ne? Da war ich wohl schlauer, was? Ach, sei doch nicht so einig. So, jetzt warten wir. Jetzt habe ich nämlich was für dich. Guck mal, Aini, ich habe hier was für dich. Guter Junge, jetzt halt still. Siehst du? Ich bin doch nicht so schlimm, oder? Oh, dann bist du wohl auf meiner Seite. Wenn es nur immer so einfach wäre. Aber echt. Was ist los, Kleiner? Ah, Edna. Einstein, warte! Nein! Tollwut, Tollwut, Hilfe! Komm, Platz! Sitz! Mach tot! Officer Parker, bändigen Sie sofort dieses Vieh! Einstein, sitz! Einstein? Oh, sollte er mich beißen, stecken Sie bis zum Hals in Schwierigkeiten, Bürger! Moment mal. Ich kenne diese Kreatur. Officer Parker? Das ist der Streuner, der immer aus dem Zwinger ausbricht. Ich dachte, er hätte einen Maulkorb um. Ich habe ihm den Maulkorb abgenommen. Sie haben was? Ja, richtig. Er ist jetzt mein Hund. Bürger, Sie machen sich eines Verstoßes gegen die Vorschrift 357K schuldig. Parker, geben Sie diesem Rowdy unverzüglich Strafpunkte. Ich stecke diese Kreatur wieder in den Zwinger. Ja, Ma'am. Oh nein. Scheußliche, elende Kreaturen. Keine Sorge, Aini. Wenn ich das in Ordnung gebracht habe, kannst du wieder mit Doc durch die Zeit flitzen. Nun machen Sie keinen Ärger. Es sei denn, Sie wollen Besuch von Bürger Brown bekommen. Ja, möchte ich auch. Okay. Finden. Finden was? Oh, warte mal. Ach nee, kann ich gar nicht benutzen. Schade. Was habe ich denn hier noch? Strafpunkte. Okay. Nehme ich doch das und. Hier steht, dass dieser Ausdruck für meine Unterlagen ist. Was kann ich denn aber jetzt noch irgendwie anstellen? Ich muss doch noch irgendwas machen. Steht da jetzt wirklich nur finden? Okay, Hinweise. Lorraine könnte etwas verheimlichen. Vielleicht verrät sie es dir, wenn sie sich nicht beobachtet fühlt.
George bespitzelt Lorraine mit dieser Kamera bei der Statue. Wenn du nur an die Kamera rankommen könntest, um sie zu verdecken. Okay. Ich lese jetzt einfach mal bewusst nicht weiter. Sondern... ich gucke jetzt einfach mal selber. Statue. Statue. Ach, was ist passiert? Was zum Teufel sehe ich da? Ja. Hehe. wo ist sie jetzt hin? Achtung, Bürger! Mom, jetzt wo Dad nicht zusieht. Oh, Martin, War das ein Flachmann? Flachmann? Sei nicht albern. Ich... Schon gut, Mom. Beherrsch dich einfach. Oh, dein Vater hat recht. Ich bin wieder rückfällig. Aber es war so schwer. Dein Bruder und deine Schwester waren weg. Mein Vater wurde besessen von seinen Monitoren und verlor seinen Job und... Oh. Ich kümmere mich um den Flachmann. Dad muss nichts davon wissen. Oh Gott. Ach, danke, mein Liebling. Ich könnte es nicht ertragen, mit deinem Vater darüber zu sprechen. Oh Gott. Flachmann. Diese Zeitachse nervt. Meine Eltern streiten sich wieder, Mom trinkt. Als ob alles, was Doc und ich je getan haben, um die Dinge in Ordnung zu bringen, umsonst war. Zeit, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, genau. So, und zwar... Flachmann. Hä, hey, guck mal, ich hab einen Flachmann. Verdammt. Recyclingtonne. Ups. Das war sehr schwer zu beschaffen, das werfe ich nicht weg. Ja, ist ja schon gut. Ach so, warte mal. Vielleicht mit Jennifer irgendwie. Oder... Biff. Ah, es gibt eine geeignetere Person, der ich das zeigen kann. Gut, dann wahrscheinlich doch Jennifer. Bring ein paar Regeln. Gewinne Jennifer zurück. Ja, ja. So. Jennifer. Noch einer? Was machst du bloß mit den Flachmännern? Danke, aber ich bleibe bei meinem. Oh, Menno. Komm schon, Jennifer. Was ist es denn? Du und der Sottenmo-Typ server Leech einfach ab. Servier, also... Du und Leech, Jennifer? Hey, sag nichts gegen Leech. Er hat viel mehr zu bieten als Suppe, okay? Was denn zum Beispiel? Das kann ich dir sagen. Zum einen schwingt er die Axt wie kein anderer. Gitarre? Ich spiele Gitarre. Also hast du dir einen neuen Gitarristen angelacht. Was soll ich sagen? Ich stehe eben auf heiße Licks. Ja, ich erinnere mich. Komm schon, Jennifer. Keiner in der Stadt spielt so Gitarre wie ich. Ich spreche von einer elektrischen Gitarre, Martin. Kumbaya im Schullandheim zählt nicht. Ich kann Lich jederzeit an die Wand spielen. Na hör mal, diese Flasche spiele ich doch mit links an die Wand. Du willst also unbedingt auf das Siegertreppchen? Was war der Preis nochmal? Darüber können wir reden, wenn du mir bewiesen hast, dass du flinkere Finger hast als Leech. Bereit zum Showdown? Ich bin bereiter als bereit. Hast du eine Gitarre dabei? Die sollte man immer dabei haben. Warte. Du kannst jederzeit zu mir kommen. Moment, wir haben Gesellschaft. McFly? Was macht denn die Memme hier? Er sagt, er spielt besser Gitarre als du. Und ich sage, dass niemand in Hill Valley besser ist als du. Willst du es beweisen? Der Ring of Rock? Sei nicht zu hart mit ihm. Erteile ihm nur eine Lektion.